Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute style ich die Zimmer von meinen Teeny Sims aus meiner privaten Legacy Challenge um, denn ich dachte, vielleicht ist das ganz cool so zu sehen, weil ja, ich mag so Renovierungszeugs ganz gerne persönlich anzuschauen. Da kommt natürlich dieses neue Traumdesign Pack. Ganz gut, ich weiß immer nicht, wie es heißt. Es tut mir leid, ich kann es mir einfach nicht mehr merken. Ich liebe es auf jeden Fall. Und habe ein paar Items davon benutzt, weil die sehr, sehr schön sind, die Sachen. Und ja, ich dachte, ich nehme das halt einfach mal auf, weil, ja, ich wusste auch nicht so genau, was ich machen wollte. Und es nimmt halt wenig Stress in Kauf, sag ich mal. Weil, ich meine, ich hätte das ja so oder so bauen müssen für meine Girls. Deswegen dachte ich, so kann ich das auch aufnehmen. Und ja. Also, meine Existenz ist gerade so. Also ich gehe wieder arbeiten. Ich hatte euch ja, letzter Stand war ja, dass ich ja krankgeschrieben war für wegen Psycho und so. Und ja, jetzt war ich halt wieder da. Dann hat meine körperliche Verfassung sich trotzdem so gedacht, so lol, das ist jetzt nicht psychisch, warum? Aber du kriegst einfach mal richtig heftige Kopfschmerzen, die dein komplettes Leben verändern. Und ich dachte so, okay, wild. Deswegen habe ich jetzt nochmal gefehlt. Aber ja, ich bin jetzt wieder bereit, I guess. Und ja, ansonsten kriege ich mein Leben gerade halbwegs auf Reihe, sage ich mal. Weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ich versuche es auf jeden Fall. ich emme so viel, wenn ich hier immer in diese... Wie heißt das nochmal? Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, scheiße, ich mache das halt irgendwie nicht mehr so oft. Diese Voice-Over mache ich halt einfach nicht mehr so viel. Irgendwie, I don't know. Es ist sehr wild. Wir sind hier, um über Dinge zu sprechen. Zum Beispiel über mich. Dieses Video wird auch nicht so lange gehen, deswegen... Ja, wild, ne? Ja. Es ist schön warm geworden. Das finde ich sehr, sehr toll. Ganz ehrlich, also in meinem Zimmer geht es nämlich auch eigentlich immer voll fit eigentlich. Also trotz, dass der PC den ganzen Tag läuft und so. Mega. Und deswegen, ja. Und ich mag halt die Sonne und so halt warm. Weil ich fühle mich einfach sehr viel wohler. Jetzt fehlt halt nur noch dieses Tattoo an meinem Arm, dass ich dann jeden ins Gesicht reiben kann. Aber ja, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich es kriege. Es wäre halt zumindest mal cool, zumindest auf eine Warteliste zu kommen. Aber ja, früher oder später wird es halt soweit sein. Und dann werde ich sehr, sehr glücklich sein in meinem Leben. Ja, ja. Und ja, ich war heute auch spazieren, ein bisschen. Und ich habe zum ersten Mal eine Überweisung selber gemacht, so ganz alleine. Ich bin richtig stolz auf mich, ich fühle mich sehr erwachsen. Auf jeden Fall war ich spazieren und wie immer laufe ich mir erstmal eine Blase. Die Schuhe sind zwar auch eingelaufen und so, aber keine Ahnung, ich habe einfach mir eine Blase gelaufen, komischerweise. Normalerweise sollte das nicht passieren, dann, wenn die Schuhe schon eingelaufen sind, aber ja, mein Körper denkt sich so, nein, du kannst nicht einfach nur spazieren gehen, das funktioniert einfach nicht. Also hier, der Schaden dafür. Und ich denke mir so, okay, wild. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht. Kein Mensch ist so wie ich. Ohne Witz, ey. Mein Körper ist generell ja sehr, sehr krass, was so Dinge angeht, weil wenn ich mich nur so ein bisschen kratze, sieht das immer aus, als keine Ahnung, als hätte ich keine Ahnung was gemacht. Und wenn ich einen blauen Fleck habe, so, also ich kriege halt richtig easy blaue Flecke, ne? Ich muss mich nur so antippen, krieg schon direkt so einen fetten blauen Fleck. I don't know. Ich weiß nicht, was in meinem Körper nicht stimmt. Aber es sind Dinge, die so passieren im Leben. Wieso bellt sie? Was ist ihr Problem? Finde ich fies. Sie soll aufhören zu bellen. Jetzt mault sie da rum. Was ist mit dir? Bella! Mein Gott, ey. Auf jeden Fall wollte ich fragen, ob hier auch Leute sind, die so richtig easy irgendwelche Problems mit ihrem Körper haben. So was in diese Richtung geht, weil es ist nervig, sag ich mal. Ja. Ich möchte wissen, ob jemand dieses Gefühl nachvollziehen kann. Es wäre nämlich schön, weil manchmal möchte man, man wünscht es sich ja auch manchmal einfach, dass jemand versteht, wie man sich fühlt. Wisst ihr das? Ja, I don't know. Ich bin ganz komisch und ich weiß ja nicht, was ich erzählen soll, deswegen erzähle ich so einen Quatsch. Ah.
Ja. Ich sollte einfach wieder bei ganz normalen Projekten und Challenges bleiben, weil diese Voice-Over tun mir, glaube ich, immer nicht ganz so gut. Also ich habe wirklich was zu erzählen, was wirklich irgendwie, wo es um den Kanal geht oder so, weil, I don't know. Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Das klappt ja ganz gut gerade mit den ein Video pro Woche. Es tut mir auch ganz gut. Und ja, also ich fühle mich sehr viel besser und nicht so gestresst. Ich lehne nicht ab, dass es mal wieder irgendwie dazu kommt, dass mal halt zwei Videos kommen oder so die Woche. Aber jetzt aktuell kriege ich es halt einfach nicht auf die Reihe. Aber ich finde es halt schön, dass das so herzlich aufgenommen wurde. Es bedeutet mir wirklich, wirklich, wirklich viel. Und ja, wie gesagt, also ich finde es toll, dass ihr so seid und so. Also, dass ihr das so akzeptiert. Und ja, wie gesagt, also meine mentale Gesundheit hat sich auf jeden Fall auch schon gebessert. Allein halt wegen so welchen Kleinigkeiten, dass ich mir halt weniger Stress mache und so. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, nächsten Samstag kommt die Lucky Legacy Challenge wieder. Weil ich habe da wieder richtig, 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 richtig Bock. Ich habe eigentlich immer Bock drauf. Aber ich kann ja nicht nur die Lucky Legacy Challenge bringen. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, ne? Ja, auf jeden Fall kommt dann die Lucky Legacy Challenge. Ich bin sehr ready dafür. Ich hoffe, ihr seid auch ready dafür. Ich weiß, für euch dauert es noch ein bisschen länger. Ich kann jetzt ja einfach drauf losspielen, wenn ich da Bock drauf habe. Aber ja. Und das Video ist an dieser Stelle beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich bin komisch. Es tut mir leid. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!